Ja, guten Morgen zusammen. Mein Name ist Siegfried Eichhorn und heute bin ich das zweite Mal am Starnberger See und diesmal bei Tag. Das hilft mir ungemein, weil ich mir hoffe, dadurch Zeit zu sparen, um irgendwelche Fotospots zu finden. Konkret bin ich jetzt hier in so einem Stadtpark in Feldafing an der Westseite und das heißt, ich könnte, wenn die Sonne denn aufgeht, den Sonnenaufgang hier mit irgendeinem schönen Motiv aufnehmen. Und das ist jetzt hier erstmal das Ziel. Ich bin jetzt hier schon gut eine halbe Stunde rumgelaufen und habe bis jetzt nur einen einzigen Baumstamm gefunden, der sich für mich irgendwie eignet zum Thema Landschaftsfotografie. Da nehme ich euch jetzt mit, zeige euch, wie ich die Kamera aufbaue, einstelle und dann schauen wir, was der Morgen heute noch so bringt. Also, gebt mir gerne ein Like für das Video, abonniert den Kanal, wenn euch meine Herangehensweise gefällt und jetzt go for it! So, diesen Baumstamm hier habe ich gefunden. Der schaut jetzt in Richtung Sonnenaufgang. Leider geht sie nicht auf, aber das ist jetzt egal. Ich mache das Foto trotzdem. Ist für mich zumindest eine gute Übung, was den Blickwinkel und die Komposition angeht. Was an dem Baum jetzt hier besonders ist, gut, er ist leicht eingeschneit. Das ist ganz schön. Der Baum an sich gibt jetzt als Fotomotiv für mich nicht so viel her, aber ist mir egal. Ich möchte jetzt eine schöne Perspektive finden. Und einfach damit spielen und ja, mich auch daran üben. Das Schöne ist ja, es gibt kein richtig oder falsch. Es ist immer noch Kunst. Ne? Bevor ich mein Stativ aufbaue, halte ich erstmal die Kamera in die Richtung, um den Blickwinkel zu bestimmen. Ich werde das Bild jetzt parallel zum Baum machen und auch auf Höhe des schneebedeckten Stamms, dass man den Schnee einfach besser erkennen kann. Ich kann euch sagen, gerade im Winter, wenn es kalt ist, ist dieser Schaumstoffüberzug am Stativ echt Gold wert. Weil Metall oder auch hier dieses Carbon wird richtig kalt. Und da kleben die Hände dran fest. Deswegen bin ich dankbar für dieses Schaumstoff, was mein Stativ ummantelt. So, das soll es jetzt hier von der Höhe auch genau sein. Kommt die Kamera drauf. Und an diesem Spot hier am See möchte ich das Wasser wieder etwas glätten, einen ND-Filter anbringen und vielleicht sogar einen Verlaufsfilter anbringen, damit ich ein bisschen Kontur in den Wolken sehe. Ich schraube jetzt erstmal einen Filterhalter drauf. Der sitzt. Und um manuell zu fokussieren, gehe ich hier auf meinen C2-Knopf, da habe ich mir die Display-Lupe draufgelegt. Gehe nah ran und fokussiere jetzt vorne am Ring. Passt. Alles klar. So, im nächsten Schritt drehe ich bei mir die ISO runter. Die habe ich hier auf dem Walrad auf 100. Werde jetzt auch mal eine Blende von 5, 6, 6 sowas nehmen. Muss ich dann mal gucken. Die Kamera ist in der Waage. Und zu den Einstellungen. Ich habe eine Auslöseverzögerung von 2 Sekunden eingestellt, damit die Kamera nicht wackelt, wenn ich auf den Auslöser drücke. Dann habe ich auch hier den Steady Shot ausgemacht. Ansonsten ist auch alles ausgestellt. Ich fotografiere im RAW-Format. Und im automatischen Weißabgleich. Da es leicht schneit, habe ich natürlich auch schon die ersten Schneeflocken auf der Linse. Und jetzt kommt der ND-Filter vorne drauf. Bei meinem letzten Ausflug habe ich mich echt geärgert. Da hatte ich einen Flecken auf dem ND-Filter in der Nacht. Und ich habe es nicht gemerkt. Also habe ich wieder was gelernt. Ich checke jetzt immer wieder meine Linsen und Filter, ob die auch tatsächlich sauber sind. Es gibt ja echt nichts Blöderes, wenn man einen schönen Shot hat und der wird versaut, weil irgendwas vorn dreckig ist. Da ich jetzt auch hier diesen 3.0er ND-Filter drauf habe und auch noch einen Verlaufsfilter drauf stecken will, brauche ich einen Fernauslöser, mit dem ich im Bulb-Modus länger als 30 Sekunden lang belichten kann. Weil bei 30 Sekunden, was ja maximal an der Kamera geht, wäre das Bild komplett unterbelichtet.
So stecke ich hier mein Aurdelan WTR2 vorne an, verbinde den schnell und gehe hier an der Kamera in den Bulb-Modus. Der kommt, nachdem man die Belichtungszeit von 30 Sekunden einfach weiter hochdreht, an der Sony zumindest, und dann seid ihr im Bulb-Modus. So, von den Einstellungen her, ich bin auf einer 6er Blende, ISO 100, Bulb-Modus. Aus der Erfahrung her würde ich jetzt einfach sagen, ich belichte mal so 50 Sekunden. Go for it. Die Sonne scheint sich heute Morgen nicht zu zeigen. Okay, die 50 Sekunden sind durch. Gut. Mai, ist halt ein Baum im Wasser, ne? Also was mich hier ein bisschen stört, ist, in der linken oberen Ecke sehe ich so ein bisschen geäst und mir ist einfach noch viel zu viel auf dem Bild. Also ich weiß nicht genau, was es dastehen soll. Soll ich jetzt, zeige ich jetzt hier den Baum oder den See? Bin ich happy damit? Was sagt ihr? Ich suche mir mal eine andere Perspektive. Da mache ich jetzt hier gar nicht weiter rum. Diesen Baumstamm habe ich jetzt mal auf 70 mm mit dem Tamron fotografiert. Der sieht auch nach nichts Besonderem aus. Das Licht gibt einfach nicht das her, was ich mir heute eigentlich vorgestellt habe. Deswegen wechsle ich jetzt den Spot. Ich lasse mich jetzt nicht entmutigen. Ich habe noch ein bisschen Zeit und fahre oder wandere das Ufer jetzt hier noch ein bisschen ab. Und ich gebe auch keine Ruhe, bevor ich irgendein schönes Foto heute mit nach Hause bringe. Muss einfach sein. Der Wettergott zeigt sich jetzt doch noch gütlich mit mir. Ich bin jetzt ca. 4-5 Kilometer weiter den See hinauf und ja, mache jetzt dieses Foto hier am Steg. Ich glaube, der Steg heißt Steg 1. Okay. Mit der Fotografie am Steg kenne ich mich ja einigermaßen aus. Von daher ist es immer dasselbe. Kamera in die Waage bringen, Filter draufschrauben und dann ab dafür. Und ganz wichtig finde ich zumindest, dass man schön mittig steht, gescheite Belichtungszeit wählt. Jetzt bin ich wieder happy. Die Sonne zeigt sich so schön. Boah, das zaubert auch mir mal wieder ein Lächeln ins Gesicht. Funkauslöser ist drauf. Den ND-Filter packe ich auch gleich drauf. Und jetzt werde ich sogar auch noch einen Verlaufsfilter drauf schrauben, damit ich den Himmel schöner abdunkeln kann. Ich habe nicht viele Filter, ich habe genau 3 Stück. Aber mit denen macht es halt ultra Spaß. Hier geht schwimmen, oder? Okay. Ja, jetzt aber Fotografie ist ja jetzt hier im Moment genau mit diesen Scheiben. Gestern war auch mal da. Ja, damit glättet man das Wasser und das schaut richtig schön aus. Aber jetzt haben sich Leute hier entschieden, schwimmen zu gehen. Bei minus 2 Grad Außentemperatur. Die sind echt verrückt. Ciao. Ciao. Servus. Ich gehe hier wieder in den Bulb-Modus, weil ich mit dem Funkfernauslöser fotografiere. Jetzt machen wir unser Foto. Die Sonne zeigt sich von der besten Seite. Ich habe als ersten Filter einen Verlaufsfilter drin, um die Sonne abzudunkeln. Dahinter ist ein 3.0 ND-Filter. Kamera steht im Bulb-Modus auf einer 14er Blende und ISO 100. Und jetzt mache ich das Bild mal auf 30 Sekunden mit dem Funkfernauslöser. Da vorne sitzt ein Vogel auf dem Geländer, den muss ich jetzt leider bitten zu gehen. Okay. Ja, und so schnell geht's. Die Sonne ist gleich wieder hinter dem Wolkenband verschwunden. Also habe ich nur dieses eine Foto. Schauen wir mal, wo mich die Reise heute noch hinführt. Also, das gute Karma hat wieder zugeschlagen. Auf dem Steg 1 hat mich eine Dame angesprochen, eine ganz nette Frau. Karin hieß sie, glaube ich. Schöne Grüße, falls du Karin dieses Video anschaust. Sie hat mir den Tipp gegeben, nach Bernried zu fahren und mich hier an dem Ufer ein bisschen zu bewegen, weil das Ufer in Bernried ist nicht zugebaut, wie da oben in Feldafing.
Und jetzt bin ich auch tatsächlich hier auf so eine Steinpyramide gestoßen. Die ist schneebedeckt, schön gezuckert. Das ist ein Motiv, das kann ich aufnehmen. Ist was Besonderes, habe ich am Ammersee noch nie gesehen. Also schadet nicht, auch mal einen anderen See zu besuchen. Zu Anfang wähle ich einen niedrigen Blickwinkel, damit dieser Turm schön aus meinem Wasser Richtung Himmel herausragt. Und hier fokussiere ich natürlich manuell auch auf den Zipfel. So, und wie es so ist, mit dem Filter kommen die Bilder. Also ich bin jetzt der Meinung, dass es am schönsten kommt, wenn ich den Steinhaufen rechts im Bild platziere und nehme auch hier diesen Weg zum Steinhaufen mit auf, dass der aus der linken Bildhälfte zum Steinhaufen einfach hinläuft. Das ist für mich einfach das interessantere Foto. Ups, so, jetzt gehen wir es an. Ich belichte jetzt 8 Sekunden lang auf einer 13er Blende mit ISO 100. Mir zeigt die Belichtungsanzeige plus 1 an. Das ist okay, weil der Schnee überstrahlt das Ganze halt und das passt so. So, Freunde, ich packe jetzt zusammen. Ich muss mich jetzt wieder an den Schreibtisch setzen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir noch gerne ein Like für das Video. Vielleicht inspiriert es ja den einen oder anderen, jetzt auch in der schönen Schneelandschaft mal rauszugehen. Und dann sehen wir uns bald wieder beim nächsten Fotospot.